Schönen guten Tag, ich bin Philipp von Fabuka und wir haben für euch was Neues bei uns in unserem Fabuka Shop, nämlich das hier. Und zwar für alle von euch, die am liebsten den Innenraumfilter selber wechseln und was richtig Gutes haben wollen. Denn das ist der Meile PD Innenraumfilter in schwarz und mit ziemlich vielen Features. Und was genau, das schauen wir uns jetzt hier bei Meile zusammen an. Moin, grüß dich, hi. Moin Philipp. Im Grunde ist es ganz simpel, ganz einfache Frage. Was kann euer Filter, was andere Filter nicht können? Er hat jetzt zwei exklusive Features, mit denen wir den Filter ausgestattet haben. Das eine ist eine imprägnierte Aktivkohle-Schicht, die dafür Sorge trägt, dass wir NOx, also Stickoxide, aufnehmen, die in Salz umwandeln und dementsprechend im Filter binden können, damit die nie wieder abgesondert werden können. Das nächste ist eine erhöhte Feinstaubreduktion, die der Filter eben filtrieren kann von den einströmenden Gasen, die aus der Umgebung vom Fahrzeug nach innen strömen. Wir reden hier von 0,3 Mikrometern an Feinstaub, die hier wirklich im Filter verweilen und nicht zu den Insassen kommen. Naja, ja, weil solche Sachen, wenn die einmal in der Lunge sind, die kommen nie wieder raus. Das ist ja immer wichtiger. Das hört man ja immer mehr auch, dass es vielen Leuten wahrscheinlich zu Recht auch sehr wichtig ist, dass natürlich der Innenraum einfach sauber bleibt, dass man damit nichts zu tun hat. Wahrscheinlich gerade halt in Ballungsgebieten, ne, in der Stadt, wo es dann... Wir kennen Umweltzonen. Zum Beispiel. Perfektes Beispiel dafür, hohe Schadstoffbelastung und da ist so ein Filter natürlich perfekt für geeignet. Auf jeden Fall. Naja, wenn man den in der Hand hat, habe ich ja gerade auch schon gehabt. Ne? Ist recht flexibel wahrscheinlich, aber ich meine, man kennt ja oft mal so Einbau-Odysseen. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Wenn der ein bisschen flexibel ist, hilft das wahrscheinlich. Ne? Absolut. Wir haben ganz oft ist halt das Innenfiltergehäuse ziemlich stark versteckt, gerade im inneren Fußraum. Und um den dann vernünftig einführen zu können, gibt es so eine Flexibilität natürlich wahnsinnige Vorteile. Ja, und mit Anleitung hier noch. Ne? Das heißt also, da wo es einfach ist, ist gut, aber manchmal ist es gerade, für den Do-it-yourselfer, der das nicht jeden Tag macht, total eine perfekte Option, um hier zu verbauen. Klingt alles ziemlich gut. Ja, Mensch, auch und ihr da draußen, also wir haben es ja gerade schon gesagt, wir haben gerade jetzt diesen Meile PD Innenraumfilter bei uns im Fabuka Shop. Wie gesagt, schaut gerne mal rein, den gibt es in vielen verschiedenen Varianten bzw. für viele verschiedene Modelle. Einfach auf den Link hier unten klicken und einfach mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.